Auf der Strecke zwischen Sande und der Weichenstellung Schwarzer Rabe bei Ellensadamasil ist nach rund einjähriger Bauzeit und 6 Wochen früher als ursprünglich geplant in der Nacht zum vergangenen Montag die Bauphase 1 von insgesamt 4 Phasen in diesem Teilabschnitt abgeschlossen worden. Auf einer Länge von 6,2 Kilometern ist nun das erneuerte Gleis in Betrieb genommen worden und somit auch die bereits im Januar eingehobene Brücke über das Ellensadammer Tief. Die Züge des Nah- und Güterverkehrs fahren nun eingleisig parallel zu den Bauarbeiten im Nebengleis. Ursprünglich war die Inbetriebnahme erst für den 20. Mai eingeplant.